Willkommen zurück, Marius Ebert hier. Wir sind immer noch beim Industriefachwirt bzw. der Industriefachwirtin. Wir haben die Struktur vor Augen, die ich hier kurz nochmal skizziere, wirklich nur ganz kurz. Aber es ist extrem wichtig, dass man immer weiß, wo man ist. Nur wenn man weiß, wo man ist, gedanklich, dann kann man das entsprechende auch abspeichern und vor allem wiederfinden. Und das gilt auch für ein so simples Video wie das hier. Das sind ja keine komplexen Sachverhalte hier, sondern relativ einfache Dinge. Es geht um die Frage, welche Fächer und wie schwer Industriefachwirt. Welche Fächer, wie schwer? Wir haben gesehen, es gibt eine wirtschaftsbezogene Qualifikation, es gibt eine handlungsbezogene Qualifikation. Und wenn Sie wissen wollen, wie diese Fächer hier alle heißen, schauen Sie bitte die anderen Teile dieser Serie. Ich werde das jetzt nicht mehr alles hinschreiben, sondern ich möchte gleich einsteigen beim neunten und letzten Fach, fast letzten Fach, denn es gibt noch einen dritten Prüfungsteil und das ist eigentlich kein Fach, sondern eine separate Aufgabe, nämlich die Situationsaufgabe und das ist im Wesentlichen eine mündliche Prüfung. Auf die gehe ich dann im nächsten Teil ein, um zu erklären, wie schwer. Dieser Teil widmet sich nun diesem letzten Fach der handlungsbezogenen Qualifikation, der da heißt Führung und Zusammenarbeit. Da sind wir und darum geht's. Führung und Zusammenarbeit. Führung und Zusammenarbeit. Manche kürzen das auch so ab. FUZ, Führung und Zusammenarbeit. Es ist eindeutig ein Laberfach. Laberfach sind nicht negativ, ist nicht negativ gemeint, diese Etikettierung, sondern will einfach nur sagen, dass es hier eher um psychologische Dinge geht, um menschliche Dinge als um logische Dinge und um Zahlendinge. Sehen Sie, Rechnungswesen ist ein Zahlenfach. Da wirkt das System der doppelten Buchführung und das ist sehr logisch, ein sehr logisches System. Wenn ich von Laberfächern spreche, dann meine ich eher menschenorientierte Themen und Menschen sind nicht logisch. Ja, das menschliche Verhalten ist psychologisch, aber ganz und gar nicht logisch. Und Führung und Zusammenarbeit verrät ja im Grunde schon, dass es hier um Menschen geht. Ich will kurz ein paar Fächer skizzieren. Es geht natürlich um Führungsinstrumente. Wenn das Fach Führung und Zusammenarbeit heißt, dann muss es gehen um Führungsinstrumente. Und wenn es um Menschen geht, um Zusammenarbeit, Zusammenarbeit von Menschen natürlich, ne? Zusammenarbeit von Menschen oder auch Zusammenarbeit von Menschen, Maschinen und Menschen, Vernetzung von Menschen. Mit Maschinen meine ich natürlich im Wesentlichen dann verschiedene Arten des Computers, können auch Tablets sein natürlich. Zusammenarbeit. Und damit sind wir schon wieder bei einem Thema, nämlich das da heißt Konfliktmanagement. Konfliktmanagement und damit verbunden Moderation, denn man kann Konflikte moderieren, aber Moderation ist natürlich nicht beschränkt auf Konfliktmanagement, sondern man kann auch Innovationen moderieren und damit bin ich schon bei einem weiteren Unterpunkt, der da heißt Innovation. Hinzu kommen weitere Dinge, Führungsprinzipien, die berühmten Management-by-Konzepte, Management-by, ne, Sie kennen das vielleicht, Management-by-Objectives, Management-by-Exception und diese ganzen Dinge. Das gehört auch dazu. Ich will jetzt auch hier gar nichts aufführen, im Detail, sondern es geht mir nur um, ganz klar herauszuarbeiten. Es ist ein absolut menschenorientiertes Fach. Laberfach heißt also menschenorientiert. Und dieses Fach ist ausgesprochen praxisnah. Wer hat nicht schon am Arbeitsplatz einen Konflikt erlebt? Wer hat nicht schon vielleicht mal eine Moderation mitgemacht? Sie wissen, das ist mit diesen Pinnwänden und den Kärtchen so in der klassischen Form, ja, die man dann da dran pinnt und dann überlegt, in welche Richtung könnte es gehen und so weiter und so weiter. Moderation kennen Sie sicher auch aus eigener Erfahrung. Sie werden geführt oder Sie führen vielleicht auch selber.
im Rahmen Ihrer beruflichen Aufgabe, also Führungsinstrumente, kennen Sie vielleicht schon, ohne die Begriffe zu kennen, aber irgendeine Art von Führung haben Sie persönlich erlebt und Sie lernen dann im Unterricht, aha, so heißt das, was der macht. Oder auch, ich kann gar nicht klar erkennen, welches Führungsprinzip der da verfolgt. Das kann auch dabei rauskommen, habe ich auch schon erlebt. Also ein praxisnahes Fach, ein praxisnahes Fach, ein menschenorientiertes Fach. Insgesamt ein leichtes Fach. Ja, welche Fächer wie schwer? Hier kann man die Frage, denke ich, relativ klar beantworten. Es ist eher leichter. Diese Begriffe sind immer relativ, ne? Immer relativ. Leichter in der Empfindung des Studierenden. Das ist nicht mein Urteil hier, ja, sondern es ist meine Erfahrung, 25 Jahre jetzt mittlerweile, wie Menschen solche Fächer empfinden, wie schwer es ist, die Inhalte dieser Fächer zu vermitteln. Und es ist von der Vermittlung wie auch von der Anwendung deutlich leichter als zum Beispiel Rechnungswesen oder auch Finanzierung mit der Investitionsrechnung. Also leichter, weil es eben ein menschenorientiertes Laberfach ist und kein Rechenfach. Gut, damit endet zunächst die Betrachtung unserer Fächer, aber im nächsten Teil, das ist dann schon der 11. Teil, dies hier ist der 10. Teil, im nächsten Teil, im 11. Teil, werde ich dann noch die Situationsaufgabe vom Industriefachwirt beleuchten. Bis dahin, alles Gute, Marius Ebert. Ach so, noch der Hinweis, das gesamte Fach und die Inhalte aller Fächer vom Industriefachwirt sind von mir in Form von Video-Coachings aufbereitet. Video-Coachings ersetzen komplett ein Seminar. Sie ersetzen komplett ein Seminar. Sie brauchen kein Seminar zu besuchen, wenn Sie mit meinen Video-Coachings arbeiten. Und vom Industriefachwirt sind alle Fächer bereits auf Video-Coaching aufbereitet. Nutzen Sie diese Möglichkeit. Wenn Sie wissen wollen, wie Sie da hinkommen, klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video. So. Jetzt aber tschüss, bis zum nächsten Mal. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.